Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauer, auf diesem Kanal zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Deckprofil. An der Matte und an der Überschrift könnt ihr schon sehen, um was es sich heute handeln wird. Ich möchte euch heute mit den dunklen Magiern verzaubern. Kleines Intro, freut euch auf das aktuelle Deckprofil des ultimativen Hexers im Hinblick auf Angriff und Verteidigung. Und versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir uns das Deckprofil für den Dunklen Magier für den Mai 2021 mal etwas genauer an. Was wird gespielt? Na, selbstverständlich darf er als Playset nicht fehlen. Der Standard Dunkle Magier hier in meinem persönlichen Lieblingsartwork. Natürlich Arcanas Dark Magician oder liebevoll, wie ich ihn nenne, Radagast, der Braune, darf in keinem Dunklen Magier Deck fehlen. Es muss natürlich auf 3 gespielt werden, anders funktioniert das Deck nicht. Unsere Win Condition. Als weitere Vanillakarte, wie kann es anders sein, natürlich spielen wir den rotäugigen dunklen Dragoner, muss das Bindeglied des rotäugigen schwarzen Drachen natürlich mit rein, durch die Red Eyes Fusion, kennt ihr alle, außerdem passen die Artworks technisch sehr schön zueinander, rotäugiger schwarzer Drache, natürlich einfaches Fusionsmaterial, aber auch so können wir ihn als Vanillamonster wiederholen und können uns was in der Xyz-Mechanik aufbauen, kommen selten zum Einsatz, aber möglich ist es. Aber nicht nur, dass wir den rotäugigen schwarzen Drachen benutzen, nein, wir benutzen auch weitere dunkle Drachen. Zweimal der fantastische Drache Phantasmae. Ja, viele der gegnerischen Decks werden Link spielen, das heißt viele, die meisten Decks der Gegner spielen Link, wenn sie nicht gerade Anti spielen. Und wenn sie das machen, dürfen wir Karten ziehen, haben des Weiteren ein Free Special auf dem Board, eine kleine Interruption auf dem Board. Und natürlich einen finsteren Drachen, um in der Fusionsmechanik uns was aufzubauen. Zweimal der fantastische Drache Phantasmae. Das wär's zu dem Drachen-Package. Weiter geht's natürlich mit Hexerkarten. Wie kann's anders sein? Der dunkle Magier bringt seine Schülerin mit. The one and only, the Dark Magician Girl, darf in keinem dunklen Magier-Deck-Profil zurzeit fehlen. So, von der Angriffskraft glänzt sie natürlich nicht gerade. Sie erhält 300 ATK für jedes dunkle Magiermonster in beiden Friedhöfen um 300 Punkte. Das ist natürlich nichts, um OTK zu gehen. Sie wird benutzt für die Karte Seelendiener, um instant für uns mehr Karten zu ziehen. Und als Bindeglied, genau wie der Rotauge, als Fusionsmechanik, um in die dunklen Magier zu gehen. Doch dazu nachher später nochmal mehr. Unsere Ikone, das Magiermädchen, bringt aber noch 3 weitere Schwestern mit ins Spiel. Und das ist die auszubildende Illusionsmagierin, der Sucher unseres Decks. Wir dürfen eine Karte abwerfen, dürfen dann die auszubildende Illusionsmagierin von der Hand instant dazu rufen. Sie sucht uns dann einen dunklen Magier aus dem Deck auf unsere Hand, auch nochmal deckreduzierend. Sie ist ein Honest-Effekt. Ich weiß, wir erhalten demnächst den Dark Honest für Finsternismonster. Das hatte der dunkle Magier schon lange. Wenn ein finsteres Hexermonster kämpft, dann können wir sie abwerfen und das Monster erhält nochmal zusätzlichen Angriffsboost. Sehr, sehr schön und nicht zu verachten, um gegen gegnerische Tower-Monster gegenzukommen. Sei es auch mal ein Chaos-Max oder so. Da reicht das vollkommen aus. Versuchen wir es mal ein bisschen zentral zu bekommen. Ich denke mal, so sollte das gut aussehen. Ja, 3-mal die Illusionsmagierin, unverzichtbar. Außerdem der Free Special, dass wir instant wieder ein Monster auf dem Feld haben, um in die Anaconda zu gehen, um sich was der Link-Mechanik aufzubauen, um schlussendlich den dunklen Dragoner aufs Feld zu bekommen. Für all diese Möglichkeiten steht unsere Illusionsmagierin offen. Weiterhin kommen wir zu unserer Normal Summon des Decks. Na klar, der Stab des Magiers. Wenn diese Karte normal beschworen wird, dürfen wir unserer Hand eine dunkler Magier, Zauber oder Fallenkarte, die explizit den Namen erwähnt, von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Was gibt es da Einfaches? Man kann ihn auch recyceln, indem man Monster auf dem Feld als Tribut anbietet. Das macht man relativ selten. Allein schon der Sucheffekt als Normal, weil eine weitere Normal haben wir halt in diesem Deck nicht. Weiter geht's. Wenn wir schon den dunklen Magier und das dunkle Magiermädchen im Deck haben, dann müssen wir sie auch in Kombination haben, nämlich die Seelen der Magierkarte. Ja, das ist unsere Draw-Card des Decks. Damit können wir für Backrow-Karten Karten ziehen, was auch ganz nice sein kann. Aber viel wichtiger ist, dass es ein Free-Special ist. Man kann entweder einen dunklen Magier auf den Friedhof legen, ihn dann spezial beschwören oder diese Karte spezial beschwören. Da bleiben auch wieder keine Wünsche offen. Des Weiteren, dann haben wir ein Material auf dem Board und können instant wieder in unsere Anaconda-Link-Mechanik gehen, um uns den Dragoon rauszuknallen. Sehen der Magier unverzichtbar und wird natürlich in vielen anderen Hexer-Decks wegentfremdet, um einfach eine Free-Special zu haben. Da dunkler Magier und Rot-Aurea fast in allen möglichen Decks heutzutage gespielt werden.
Das wär's schon für die Monsterkarten. Gehen wir weiter zu den Zauberkarten des Decks. Ja, meine meist verachtetste Karte wird natürlich hier in diesem Deck gespielt. Kein Mensch möchte gegen diese Karte spielen, aber jeder freut sich, wenn er diese Karte spielen kann. Das geheime Dorf der Hexer, of course, wenn er ein Hexermonster kontrollieren und der Gegner nicht, was ja in diesem Deckprofil nicht so schwer sein wird, hier einen Hexer rauszupacken und der Gegner nicht, dürfen nur noch wir Zauberkarten aktivieren und der Gegner nicht mehr. Das heißt, sollte der Dragoon liegen als Hexermonster und wir haben das Dorf der Hexer aktiviert, sieht es für den Gegner alt aus. Er kann A, keinen Blitzsturm mehr aktivieren, er kann keinen Raigeki mehr aktivieren, er kann kein Schwarzes Loch aktivieren, kein Harpien Fliederwisch, kein Free Tactical Talents, kein Dark Ruler No More, kein Verbotenen Tropfen, nichts funktioniert, es sei denn, der Gegner hat ein Hexermonster auf dem Feld. Und selbst wenn er was aktivieren möchte, sei es ein Evenly Matched als Fallenkarte, dann haben wir unseren dunklen Dragoner und können die Karte natürlich annullieren. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das Keimel auf der Hexe mal so schnell mal wieder aus dem Binder rausgeflutscht kommt. Aber mit dem Dragoon in Kombination, es gibt da keine ekelhaftere Strategie. Soviel zum Thema das geheime Dorf der Hexer. Dann kommen wir zu unseren Hexer-Fusionskarten. Einmal die magiegeladene Fusion, beschwöre ein Hexermonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck, indem du das Material von deinem Feld oder Friedhof benutzt. Also auch nochmal so ähnlich wie bei dem Drachendeck der Spiegel des Drachen, um aus dem Friedhof zu fusionieren. Und nicht nur, dass wir damit auf den Dragoon gehen können, nein, wir können auch 5 Monster rausklatschen, um dann nachher in den Quintett-Magier zu gehen. Doch dazu nachher auch nochmal später mehr. Und wenn die magiegeladene Fusion für den Friedhof und das Feld zählt, haben wir noch die Geheimnisse der dunklen Magie, die für das Feld und die Hand zählt, um weiterhin eine Fusionsmechanik durchzuführen. Dann geht's ganz recht standardmäßig weiter. Dreimal der dunkle magische Kreis. Wenn sie aktiviert wird, dürfen wir 3 Karten ausgraben. Ist darunter eine dunkle Magierkarte oder eine Karte, die explizit dunkle Magier im Kartentext erwähnt, dürfen wir sie uns auf die Hand suchen. Also auch nochmal deckreduzierend und wir können die anderen beiden dann einer beliebigen Reihenfolge zurückpacken. Auch nochmal nicht schlecht, gerade wenn wir mit den Seelendienern nachher arbeiten. Des Weiteren, wenn immer ein dunkler Magier auf unserer Spielfeldseite beschworen wird, dürfen wir eine gegnerische Karte verbannen. Das zielt zwar, aber ist nicht so schlimm. Gerade weil wir hier keine großartigen Backrow-Last-schießigen Karten haben, wie wir es früher getan haben, wie mit dem Angriff mit dunkler Magie etc. Können wir damit auch Backrow schießen. Aber auch gegnerische Monster, die uns auf den Keks gehen sollen. Dann kommen wir zu der schon jetzt oft erwähnten Karte, wofür wir unser dunkles Magiermädchen na klar brauchen. Der Seelendiener oder wie ich sie nenne, der Yugi Move. Der Seelendiener sagt einfach, pack von deiner Hand oder deinem Deck oder deinem Friedhof, egal woher, eine Karte, die explizit dunkler Magier in dem Text erwähnt, auf das Deck zurück. Und wenn du das tust, kannst du den Seelendiener aus dem Friedhof entfernen und Karten ziehen an Anzahl von dunkler Magier oder dunkles Magiermädchen in deinem Friedhof. Also mal jeder Kopie, also 2 Karten. Das heißt, wir können instant die Karte ziehen, die dunkle Magier im Text erwähnt, die wir möchten. Und wenn wir das tun und dunkles Magiermädchen noch als i-Tüpfelchen dabei haben, dann können wir sogar eine 2. Karte ziehen. Das heißt, Plus generieren ohne Ende und auch Schnellzauberkarte. Und abschließend als letzte Zauberkarte nicht nur die Fusionen für die dunkle Magier, nein, explizit natürlich auch noch die rotäugige Fusion, die auf unseren rotäugigen Dragoner abzielt. Oft genug angesprochen, wir basteln uns eine Anaconda, basteln die rotäugige Fusion und können dann instant unseren Dragoon beschwören. Was möchten wir da mehr? Und dann kommen wir zu den Fallenkarten. Ja, Dragoon, Dorf der Hexer, Ganze muss beschützt werden, wie kann das anders sein? Die beste Falle im ganzen Spiel, das feierliche Urteil, zahlt dann die Hälfte deiner Lebenspunkte und du kannst instant alles annullieren, alles was dich stört. 3-mal feierliches Urteil in jedem Fallendeck nicht wegzudenken. Und ebenfalls nicht wegzudenken, na klar, der dunkle Magier muss geschützt bleiben, die ewige Seele. Damit können wir jederzeit im gegnerischen als auch in unserem Spielzug einen dunklen Magier von unserer Hand oder unserem Friedhof zurückbeschwören. Wenn wir das machen, kann der Kreis immer wieder was vom Gegner verbannen. Die dunklen Magier sind unaffected von gegnerischen Effekten. Was wollen wir da mehr? Schutzeffekt und immer wieder Karten recyceln. Des Weiteren habe ich mal ein bisschen so in den alten Sets rumgekramt und mal bei Labyrinth of Nightmare geforscht und habe 2-mal den reißenden Tribut noch mit eingebaut. Sollte der Gegner was beschwören, sagen wir mal, der packt sich da 5 Monster hin, Dragonlink, Interruption etc.,
Heißen Attribut, Crush das Feld, sollte uns egal sein. Durch die ewige Seele sind die dunklen Magier immun. Oder wenn nicht, dann holen wir sie uns wieder durch die ewige Seele-Karte. Ein Dragoon sollte es auch nicht stören, wenn Reißen-Attribut aktiviert wird, da ja nicht zerstört werden kann. Als Interruption für das gegnerische Board. Ja, nicht schlecht. Wunderbare Karte. Aber nicht nur, dass wir das gegnerische Board interrupten. Nein, wir brauchen weitere Handtraps. Aschenblüten spielen wir nicht, bis auf unseren Phantasme. Aber es ist ein Feindeck, zweimal die unendliche Unbeständigkeit. Sollte aktuell kein Deck fehlen, Interruption von gegnerischen Karten. Ich hoffe, das Reflektieren stört euch jetzt hier nicht. Aber was soll ich weiter sagen? Unendliche Unbeständigkeit, annulliere eine gegnerische Karte. Oder wenn sie gesetzt ist, kann man auch noch die Karte, die dahinter liegt, mit annullieren. Hervorragend, weiter kann man dazu, glaube ich, nichts sagen. Und dann kommen wir noch zu dem Skilldrain des Decks, zu Rivalen bestimmt. Ja, hier der suchbare Skilldrain für dieses Deckprofil. Wenn man Dunkler Magier kontrolliert, kann man die Effekte aller gegnerischen Monsterkarten annullieren. Wie gesagt, besser als Skilldrain, er ist suchbar und er kostet keine Lebenspunkte. Er bleibt zwar nicht dauerhaft liegen, aber es ist immer mehr. Man kann ihn suchen und jederzeit aktivieren, wenn man das braucht. Und abschließend für 39 und 40, wenn man schon die Effekte annulliert von gegnerischen Karten, dann sind sie natürlich auch leichter zu schießen. Dogmatiker-Bestrafung, ja, der dunkle Magier bedient sich hier an den Dogmatiker-Karten. Nicht schlimm, wir dürfen einfach eine Karte von unserem Extra-Deck auf den Friedhof legen und dann eine Karte des Gegners schießen. Sollten wir das älteste Wesen Tiss benutzt haben, dürfen wir natürlich zwei Karten schießen. Und genau das werden wir tun. Und wenn wir schon bei Tiss sind, machen wir hier einen kleinen Cut und dann kommen wir noch zum Extra-Deck. Und dann kommen wir noch zum Extra-Deck. Na klar, oft genug angesprochen, rotäugiger dunkler Dragoner kann nicht zerstört werden, kann selbst einmal pro Runde was auf dem gegnerischen Spielfeld zerstören und dann Burn-Schaden verursachen. Kann selber nicht zerstört werden, kriegt höheren Angriffsboost, kann was annullieren. Ach, was soll ich zu ihm erzählen, den kennt er alle. Weiterhin die nächste Kopie, die wir auf zwei spielen, sind natürlich die dunklen Magier. Einmal pro Spielzug, wenn eine Zauber oder eine Falle aktiviert wird, dürfen wir eine Karte ziehen. Also auch nochmal die Deckreduzierung des Decks in Leib und Seele. Wenn wir eine Zauber oder eine Falle gezogen haben, dürfen wir setzen. Ist es eine Schnellzauberkarte oder eine Falle, dürfen wir sie auch im gleichen Spielzug aktivieren. Und sollten die dunklen Magier zerstört werden, holen sie instant, egal woher, den dunklen Magier und das dunkle Magiermädchen aus unserem Deck, Hand, Friedhof, egal woher. Also zweimal hier unverzichtbar. Sollte der Dragoon erstmal hinfällig sein von der Fusionsmechanik, gehen wir natürlich immer auf die dunklen Magier, um Deckreduzieren zu arbeiten. Hervorragende Karte und genau ein weiterer Grund, warum wir das dunkle Magiermädchen in diesem Profil benutzen. Als kleines i-Tüpfelchen und kleine persönliche Referenz nehmen wir na klar noch die Quintett-Magier mit da rein. Erstmal für die Dogmatiker-Bestrafung, ja, wenn wir mal ein höheres Monster haben, als eine Tiss mit 2500 können wir damit auch ein 4-5er Monster des Gegners schießen. Ich mache mal einen Standard-Ultra-Drachen oder so. Und wie gesagt, 5 Hexer im Friedhof können wir instant auch noch fusionieren aus dem Friedhof durch unsere magiegeladene Fusion. Und optisch ist er auch nicht gerade hässlich. Fast schon oldschool, aber immer noch mit dabei ist na klar der dunkle Magier, der Drachenritter. Ein dunkler Magier und ein Drache fusioniert. Ebenfalls auch nochmal rauszuholen als Schutzeffekt für unsere Zauber- und Fallenkarten. Heißt selber dunkler Magier im Friedhof und kann damit auch durch die Soul jederzeit wiedergeholt werden. Schützt unsere Backrow und na klar als i-Tüpfelchen neben den anderen Fusionskarten. Ja, es hört nicht auf, Fusionskarten über Fusionskarten. Es geht weiter, zweimal das älteste Wesen Tiss. Wenn sie zerstört wird, auf den Friedhof gelegt wird, dann dürfen wir eine Karte schießen. Genau das machen wir durch die Dogmatiker-Bestrafung. Wir packen ältestes Wesen Tiss in den Friedhof, können ein Monster mit 2500 oder weniger ATK schießen durch die Bestrafung. Und dann aktiviert sich auch noch Tiss-Effekt und wir dürfen eine weitere Karte schießen. Also auch nochmal zwei gegnerische Karten wegballern und das im gegnerischen Zug als Interruption nie verkehrt. Umsonst wird diese Dogmatiker-Engine nicht überall benutzt. Dann kommen wir zu dem Xyz Package. Nein, ich spiele keinen Ebon Illusion Magician mehr. Aber die beiden Oldschools dürfen nicht fehlen, um was vom Gegner zu klauen. Also unser Free Tactical Talents des Decks. Das Big Eye finde ich sehr, sehr nice und sehr, sehr sexy. Außerdem nochmal ein weiterer Hexer, den man haben kann im Friedhof, um nachher mit dem Quintett-Magier zu arbeiten.
und um Burn-Schaden zu verursachen und nicht umsonst, weil wir den Standard-rotäugigen schwarzen Drachen hier am Deck haben, auch nochmal hier den rotäugigen Leuchtfeuer-Metalldrachen. Wenn drei Dunkelmagier angreifen und verursachen 7500 Damage, packen wir die beide zusammen, packen uns den Rotauge hin und die erste Karte, die der Gegner aktiviert, bringt ihnen die letzten fehlenden 500 Burn-Schaden und uns dann natürlich den Sieg. Das war's für unsere Xyz. Weiter geht's für unsere Link-Karten. Als Elften haben wir da die Raubpflanze Werte Anaconda, kennt ihr alle, zwei Monster zusammengeklatscht und wir bauen uns den Red Eyes, indem wir die rotäugige Fusion auf den Friedhof packen. Sollte selbsterklärend sein, jedes Deck, was zwei Monster zusammenbekommt, kann Anaconda basteln und sich einen Dragonen klatschen. Weiterhin, für jedes normale Monster haben wir im Duck der Weltkelch Drache, ein normales Monster aus einer Spielmarke, na klar für unsere Dunkle Magier, haben den Dunkle Magier weggelinkt und haben einen Drachen auf dem Feld, um dann unsere Fusionskarten zu aktivieren, um ein Drachemonster und den Dunklen Magier zu fusionieren. Ebenfalls auch noch ganz nice finde ich das Strickschaf. Sollte ein Monster von Typ Fusion in ihre Zone beschworen werden, dürfen wir eine Karte aus dem Friedhof wiederbeleben. Und wenn wir die Karte aus dem Friedhof wiederbelebt haben, können wir in die Link 3 Mechanik gehen und uns Selene basteln, die ebenfalls nochmals recyceln kann, um später nochmal in die Link 4 Mechanik zu gehen, nämlich unseren Kaliber-Ladedrachen. Ja, in diesem Deckprofilen kein Access Code Talker, weil wir hier nochmal einen weiteren finsteren Drachen haben, den wir benutzen können, natürlich für unseren Dragoon und um gegnerische Karten zu übernehmen und nochmal die Angriffskraft zu reduzieren. Ja, wenn der Dunkle Magier nur 2,5 hat und das gegnerische Monster hat 3000, setzen wir die Angriffskraft einfach nochmal um 500 drunter. Aber sonst, na klar, zur Fusionsmechanik ebenfalls. Ja, das zum 15-Karten-Extra-Deck. Das zum ganzen Deckprofil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen Deckprofilen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Videos von Nightmare 1989. Bis dahin. Alles Gute und macht's gut. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr noch nicht getan habt, auch diesen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, haut rein!